Fachleute sind optimistisch, dass unbemannte Flugtaxis schon sehr bald Passagiere von A nach B bringen. Städte wie Los Angeles, Singapur und Dubai könnten in Pilotprojekten schon 2020 mit kommerziellen Passagierdrohnen durchstarten. Aber auch in Deutschland laufen Projekte in Sachen Urban Air Mobility. Eine wichtige Modellregion ist Ingolstadt. Ein elektrischer City Airbus soll hier bis zu 4 Personen durch die Luft transportieren. Klick zum Science Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst der nichts. Herzlich willkommen. Luftaxis sind ja wohl der Traum aller Pendler. Einfach einsteigen und das Ziel schnell und ohne Stau, Umwege und Verzögerungen erreichen. Auch die nervige Parkplatzsuche hätte man sich so ganz einfach gespart. Im besten Fall sollten Flugtaxis auch noch kostengünstig und umweltfreundlich unterwegs sein. So könnten wir dann vor allem in verkehrsreichen Städten endlich aufatmen, denn die Situation mit den endlos verstopften Straßen wird nicht besser. Im Gegenteil, Schätzungen zufolge werden im Jahr 2030 gut 60% der Weltbevölkerung in urbanen Regionen leben. Das heißt, dass sich mehr als 500 Millionen Menschen jeden Tag durch Staus auf den Straßen quälen müssen. Und deswegen sind sich viele Fachleute sicher, dass der Nahverkehr in der Luft die Mobilität der Zukunft ist. Ein Testprojekt dazu ist gerade in der Region Ingolstadt angelaufen. Und ja, hier wird tatsächlich das ausprobiert, was Anfang der 80er Jahre der Hollywood-Film Blade Runner thematisiert hat. Fliegende Autos nämlich. Konkret geht es um den sogenannten City Airbus. Und wie der Name schon verrät, steckt der europäische Flugzeugbauer Airbus dahinter. Der Mini Airbus wird elektrisch betrieben und ist mit 4 Doppelrotoren ausgestattet. Somit kann er sowohl senkrecht starten als auch landen und dabei 4 Passagiere befördern. Und der Elektroantrieb macht den Flug nicht nur emissionsfrei, sondern auch geräuscharm. Und Airbus steht damit nicht alleine da. Auch Boeing tüftelt schon lange an der Idee der Lufttaxis, die in Zukunft gewöhnliche Busse, Bahnen und Taxis auf dem Boden ergänzen könnten. Ein erster Testflug mit dem Prototypen eines Elektro-Lufttaxis fand schon Anfang des Jahres statt, und zwar in den USA. Allein bei Airbus sind mehr als 100 Mitarbeiter an dem Bereich Urban Air Mobility dran. Auch das zeigt, dass das Ganze ein wirklich großes Thema ist. Dennoch führt der Begriff Taxi zunächst auf eine falsche Fährte, denn genau genommen handelt es sich bei solchen Lufttaxis nicht um Taxis, die individuelle Routen möglich machen. Der City Airbus soll stattdessen von fest definierten Punkten zu anderen Punkten fliegen und Passagiere befördern. Ein Konkurrenzmodell also zum Auto und zum öffentlichen Nahverkehr auf der Straße. Dabei ist die Spitzengeschwindigkeit des Airbus Flugtaxis von 120 Stundenkilometer mit dem eines Autos vergleichbar. Doch klar ist auch, dass man zumindest in der Theorie deutlich schneller sein Ziel mit einem solchen Fluggerät erreichen könnte. Die Reichweite vom City Airbus beträgt 50 Kilometer, womit kürzere Flüge innerhalb einer Stadt durchaus zu bewältigen sind. Das bestätigt auch Georg Kursel, ein Sprecher von Airbus. Solche Luftfahrzeuge werden wahrscheinlich nicht von Stadt zu Stadt fliegen. Die ersten Praxistests werden im Sommer auf dem Testgelände in der Nähe von Ingolstadt starten. Manche Fachleute gehen davon aus, dass die Lufttaxis dann schon im Jahr 2030 zwischen dem Flughafen München und dem Hauptbahnhof in Ingolstadt pendeln könnten. Dieser Meinung ist beispielsweise Harry Wagner, Professor für Automotive and Mobility Management an der Technischen Hochschule Ingolstadt. In einem weiteren Schritt könnten elektrifizierte Flugtaxis ohne Pilot schon 2035 auch in städtischen Gebieten unterwegs sein. Wagner zufolge könnte ein serienfertiges Flugtaxi bis zu 500.000 Euro kosten. Gefördert wird diese Idee, die den Verkehr tatsächlich revolutionieren könnte, von der Politik, denn die Europäische Union hat genau diese Initiative mit dem Namen Urban Air Mobility ins Leben gerufen und Ingolstadt ist eine der Modellregionen. Weitere 14 europäische Kommunen beteiligen sich, unter anderem Hamburg, Brüssel und Toulouse, und nicht nur die Politik und die Luftfahrtindustrie ist an solchen Projekten interessiert, sondern auch die Autobranche selbst. Deutlich wird das beispielsweise an dem Start-up Volocopter aus Bruchsal, das ein Projekt am Frankfurter Flughafen plant und auch mit Daimler zusammenarbeitet. Von hier könnten Passagiere mit einem Volocopter ins Stadtzentrum und zurückgebracht werden, und das voll elektrisch. Auf der Webseite von Volocopter heißt es: 18 leise Rotoren, einfachste Bedienung per Joystick und ein Höchstmaß an Ausfallsicherheit durch redundante Auslegung. Der Volocopter 2X macht aus der Vision Fliegen für jedermann Realität. Kein Verbrennungsmotor, kein Krach, keine komplizierte Mechanik. Einfach einsteigen, losfliegen und entspannt ankommen. Willkommen im neuen Mobilitätskonzept der Gegenwart. Laut einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger hat das Startup damit genau den richtigen Riecher bewiesen. Demnach entwickeln insgesamt 75 Unternehmen auf der ganzen Welt
Passagierdrohnen. Und in anderen Städten wie Los Angeles, Dubai oder Singapur könnte es demnach schon 2020 Pilotprojekte mit kommerziellen Passagierdrohnen geben. Dabei ist der Transport von Passagieren nur ein Einsatzgebiet unter vielen, denn auch Waren könnten so von A nach B gebracht werden und auch die Sicherheitsüberwachung von Bahnstrecken beispielsweise könnte durch solche neuartigen Fluggeräte erfolgen. Welche Fluggeräte sich dann letztlich durchsetzen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen. Vorstellbar sind laut Fachleuten Hybridkonstruktionen, Multi- und Quadrocopter, Kippflügler, Senkrechtstarter mit und ohne Piloten. Harry Wagner schaut optimistisch in die Zukunft. Er rechnet damit, dass es unbemannte Flugtaxis in der Luft früher geben wird als das völlig autonome Fahren auf der Straße mit Level 5. Gemeint ist damit das völlig autonome Fahren, bei dem das Fahrzeug komplett alle Fahrfunktionen übernimmt. Doch eine wichtige Voraussetzung dabei sei, dass Unfälle in der Luft in jedem Fall verhindert werden. Dazu Wagner, es darf nichts passieren, sonst wirft uns das um Jahre zurück. So oder so, bevor Fluggeräte ohne Piloten kommerziell in die Luft gehen, müssen europäische Vorschriften her. Airbus selbst rechnet damit erst Mitte des kommenden Jahrzehnts und zwar frühestens. Wie funktionieren selbstfahrende Autos? Anklicken, anschauen und Dr. Watson abonnieren. Bis dann, bleibt dran.